So, jetzt sind wir hier bei der Firma Chanson und da gibt es den Chanson 60-40, genau, dankeschön. So, und da gibt es den Chanson 60-40, ein voll integriertes Fahrzeug. Und der Patrick hat uns gebeten, ob wir uns das einmal für ihn anschauen. Und Patrick, den kommen wir natürlich gerne nach. Aber ich sehe schon, das Interesse ist groß. Es sind noch nicht viele Besucher da. Nee, heute ist ja eigentlich der Aber hier in dem Fahrzeug herrscht ein reges Treiben. Mhm. Also wir sind nicht die Einzigen, die jetzt da rein wollen. Also das Besondere an dem Fahrzeug ist, dass man das Bett über dem Esstisch hat und als Hubbett runterkommt. Das wollen wir uns nämlich anschauen. Jetzt müssen wir nur warten, bis die Leute hier wieder draußen sind. Ja, das nächste Mal suchst du ein anderes Fahrzeug aus. So, hier sieht man schon mal, was da alles an Spezialsachen verbaut sind. Und hier sieht man den Preis. So, da gibt es jetzt ein Sonderpaket dazu mit 4.480 Euro. Das Fahrzeug hat eine Höhe von 2,92 Meter bis 2,16 Meter. Das ist die Höhe wahrscheinlich, also auf 3,5 Tonnen. Doch, 2,92 ist es in der Höhe und 2,32 in der Breite, 7 Meter lang. Und der Preis von diesem Fahrzeug ist jetzt 77.575 Euro. Der Grundpreis liegt bei 67.000 Euro. So, also da haben wir schon mal die Heckgarage. Die ist nicht sonderlich groß. Ja, man sieht aber das schon am Lenker, dass also da im Prinzip keine zwei Fahrräder reinpassen. Ja, außer diese Klappfahrräder natürlich. Ja, ja, die also das passt schon rein. Aber hier schauen wir, da ist eine Schiebetüre. Ich weiß nicht, vielleicht von innen irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, vielleicht hat man da von innen noch einen Zugang. Aus. Mhm. Man sieht schon, es ist ein sehr beliebtes Fahrzeug. Mhm. Da ist die Toilettenkassette, die ist da verschlossen. Aha. Aber die Stromanschlussbuchse. Das Übliche halt. Aber hier kann man diese Garagentür, geht natürlich 180 Grad auf, also, was natürlich wieder praktisch ist. Zum Beispiel einen Frank hier, der eine Garagentür nur so öffnen lässt, ja, hat man hier sogar den Vorteil, dass sie sich komplett öffnen lässt. Also die Türe ist mit Fenster und hier kann man natürlich auch, ich baue wieder alles ab hier. Wo sieht das Fenster, wenn die Fahrzeuge zerlegen? Nein, ich gebe mir ja auch Mühe. Aber hier wollte ich das ja nur zeigen und ja, da ist noch so einzelne Fächer, wo man was reintun kann. Okay, dann gehen wir mal rein. Ja, also eine ausfahrbare Trittstufe hat es nicht, mhm. Aber das spielt auch keine Rolle. Die Bodenfreiheit ist trotzdem gegeben, das haben viele Fahrzeuge nicht. Okay. Haben wir hier eine Face-to-Face-Sitzgruppe. Jawohl, mit einem abgesenkten Tisch, damit man das Bett herunterlassen kann. Eben genau, und das muss man natürlich dann hochstellen und den Tisch kann man auch natürlich ausbreiten. Ja, und irgendwie geht der Tisch hoch, aber da muss man das, hochfahren, ja. Ja, hier hat es ja Hebel, aber das lassen wir jetzt. Aber das ist natürlich irgendwie schon gemütlich, finde ich, wenn man sich so gegenüber sitzen kann. Ja, also Face-to-Face, das gefällt uns persönlich auch ganz gut. Wie breit ist eigentlich das Fahrzeug? Das kommt mir jetzt 2,30 Meter breit sein. Ah, eben, ich denke, der kommt mir jetzt ein bisschen breiter vor. Ja, okay. Ich weiß nicht, das ist Kunstleder, nehme ich an. Sicherlich Kunstleder. Ja, Kunstleder. Und oh, das könnte man außen auch schauen. Und schau mal, hier gibt es aber auch eine Stufe zum Fahrerhaus. Ja, das nach ist oben. Ganz klar, weil der nicht den großen Doppelboden hat. Er hat jetzt auch hier keine alte Heizung, sondern der hat die Truma Luftheizung. Mhm. Ja. Aber das ist eigentlich, es ist ja auch eine andere Standardklasse, es ist ja auch eine andere Preisklasse. Ist ja. Ganz klar, ja. Da ist es ganz klar, dass man hier alle Heizungen auf Preis bezahlen muss. Was aber zum Beispiel am Küchenbereich hat, das ist dieses Brett. Das finde ich jetzt nicht schlecht. Ja, da kann man die verlängern. Die Arbeitsplatte kann man hier verlängern. Das ist natürlich
praktisch. Aber fangen wir beim Cockpit an, ja genau. Das Fahrerhaus ist ganz normale Fiat Ducato. Man auch in den Wohnbereich mit integrieren kann. Und auch nach vorne ist hier nicht ganz so weitläufig, wie das jetzt zum Beispiel beim Frankia gewesen ist. Mhm. Das Verdunkelungsplissé vorne, das geht auch nur von oben nach unten, so wie ich das sehe. Von unten nach oben geht da nichts. Ich sehe gar keins, was ist denn das? Eine Schiene ist seitlich auf jeden Aha, Fall. Okay. Ja. Aha. Und dafür haben wir hier Sonnenschutz, was eigentlich eine tolle Lösung ist. Also die sind auf jeden Fall mal viel breiter als wie ja. bei uns, weil bei uns da kommt die Sonne überall durch. Da. Ja. Also das ist keine so Lösung. Ist gut, mhm. Nur wie kriegt man es wieder hoch, wenn man es runterzogen hat. Ja, ja. Wenn wieder hochziehen. Also, mhm. Das finde ich jetzt keine schlechte Lösung, das wäre auch eine Lösung für unser Fahrzeug. Jo. Zum nachträglichen Einbau, das kann man ja leicht nachträglich einbauen. Das ist besser, als wie es bei uns gelöst ist. Dann auch die seitliche Verdunkelung, finde ich auch besser, dass es von der Seite kommt. Kann man hier aufmachen und dann kann man rausschauen. Elektrische Fensterheber funktioniert wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich nicht. Das ist das Manko, dass man der auf die Fahrzeugbatterie geht und dann, wenn man steht, nicht funktioniert. Rosi, was ist? Welche Probleme? Ich kann den Sitz drehen. Ich finde nicht den Hebel, wo ich den Sitz drehen kann. Aha. Also ich gehe davon aus, den Sitz kann man drehen. Aber sorry, ihr kennt ja meine Technik. Ja, also. Ich check's wieder mal nicht. Ich kann leider nicht drehen. Also ich gehe davon aus, den kann man drehen, dass man als Beifahrer nicht rückwärts fährt. Falls ihr denkt, warum die Ossi so anschaut, sie lacht. Jo, ach diese blöden Maske. Okay, jetzt ist niemand da, jetzt ziehen wir sie einfach raus. Das ist so schlimm heute, ja, diesen Masken. Also. Also normales Fiat Ducato Cockpit. Mittlerweile mit der 9-Gang-Automatik und zwar mit der richtigen Automatik. Das ist etwas, was mich an unserem Fahrzeug noch ein bisschen stört. Aha, schau, und das ist ja eigentlich das gleiche. Das ist ja, sehr geil, oder? Ja, das ist das gleiche. Jetzt, ja, schau mal hier, das ist das gleiche, wie es wir ja auch haben. Ja. Also hier hat es USB-Anstecker. Ja. Ja, das ist und das ist natürlich einfach praktisch, ja. Also und das Fahrzeug ist im Prinzip um diesen Fiat Front herum gebaut. Ja, ja. Denn das sieht ja ziemlich ähnlich aus wie ja. uns. Das ist doch ja, ja, ist ja auch. Fiat, ja. Das ist der Nachfolger. Und hier ist eine bessere Automatik. Ja, hier ist auch noch ein großes Staufach. Ja. Okay. Also, und den Sitz kann ich jetzt halt leider nicht drehen. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Also da das Hubbett, da es ja hier jetzt kein Hubbett hier vorne gibt, hat es hier natürlich, schau mal, Helm, diese Fächer. Ne, das geht nicht auf, oder? Doch, geht auch noch auf. Ja, oh, da brauche ich natürlich jetzt eine feste Leiter, weil ich da unterhalb der Stufe stehe. Also ja, Beleuchtung ist in der Stufe. Sieht man auch vielleicht da, siehst du es? Genau. Also es ist kein durchgängiger Doppelboden. Aber nein, aber hat Staufächer. Schau mal, hier hat es. Das ist ja auch eine andere Preisklasse. Soll ich dir einen Schraubenzieher oder einen Hammer bringen? Ja, irgendwie geht es wahrscheinlich auch auf. Da ist die Sitzbank. Der Sitz für die Fahrt ist da drinnen. Wie meinst du die Sitz? Fahrtrichtung sitzt, das muss man umbauen. Ah ja, das okay. Das ist genauso hier auf dieser Seite. Ja. Da kann man also rechts und links kann sich eine Person hinsetzen zum Fahren. Mhm. Und da wird dann ein Sitz in Fahrtrichtung aufgebaut. Okay. Hier haben wir das Technikpanel, das sieht natürlich auch gar nicht so schlecht aus. Mhm, hier ist Garderobe, ja. Das ist das Vorgängermodell im Prinzip von unserem, würde ich sagen. Das ist die einfache Variante, ist aber auch Atomitik. Wie geht jetzt der wieder auf? Ist es nicht möglich, dass man das Zeug alles gleich machen kann? Muss man da jedes Mal erst? Ach, das war eine Sicherung. Wir haben nichts gemacht. Dass es nicht aufgeht. Wir waren nichts. Sieht das aus? Na, wer sagt's denn?
Muss ich an uns Gerät. Also das Gerätfach geht schon mal auf. Andernfalls sind wir gut hoffentlich besser. Ah, jetzt, guck. Das ist halt doch, man braucht nicht mehr Gewalt anwenden, ja? Okay, okay. Also, ihr braucht nicht schimpfen, es ist nichts kaputt gegangen. Ja, nicht, dass jetzt irgendwie da welche Kommentare kommen. Da oben ist auch noch ein Fach. Ja. Ja. Fernseher aussuchen ist dahinter und es ist ein bisschen schwierig, weil da muss man mit dem Kopf in die Höhe langen strecken, ja. Außer man schaut vom Bett aus. Ja, also ich weiß jetzt, wie ich den vorkriege. Da kommt Fernseher rein, ja, da kommt er rein, das muss man irgendwie gewusst wie rausziehen. Wahrscheinlich auch hier mit dem Helm, aber da brauchen wir, da ist ja keiner drin. Aber man muss dann immer nach oben schauen, das ist ein wenig schwierig. So, und dann hat man hier die Stauschränke. Ja. Ja, die haben sogar hier wieder diese. Nein, so natürlich ist es nicht. Ich habe auch schon Fahrzeuge gesehen, da war das ganz glatt. Also da war keine Kante. Ja, also das sollte natürlich schon dabei sein. Aha. Der Küchenbereich ist schön großzügig. Man hat hier auch eine Arbeitsfläche. Also, muss ich sagen, für die Fahrzeuglänge. Kann das sein, dass das ein bisschen hoch ist oder täuscht mich das? Kommt mir auch ein bisschen hoch vor. Ja, also es kommt mir jetzt ein wenig hoch vor, aber. Aber also dadurch, dass kein Heck vorhanden ist, ist das natürlich hier schön großzügig. Ich habe hier genügend Platz. Ja, genau. Sag mal, wieso kriege ich diese Schränke alle so schwierig? Oh, weißt du, das ist alles ein wenig. Ja, also wir waren jetzt vorher in Fahrzeugen mit 200.000 plus. Ja. Und hier sind wir in einem Fahrzeug 80.000 minus. Ja. Und ja, das macht einen kleinen Unterschied. Ja, es ist halt alles Plastik. Ja. Ja, und dadurch habe ich jetzt ein wenig Angst, wenn ich das Zeug aufziehe, dass ich das alles kaputt reiß. Ja. Die Ursi ist Schimmelqualität gewohnt. Ja, genau. Also, ja. Oh, weiß ich, Mülleimer vielleicht. Ja. So, dann haben wir hier den Toilettenbereich. Ja. Mhm. Hier gibt es eine Tür dafür. Schau, so eine. Ja, ist auch eine Plastiktür. Ja. Schiebetür, unpraktisch. Aber praktikabel, ja. Jawohl, okay. Das dann haben wir hier den Badezimmer. Ja, der ist doch ganz. Der ist doch gut, ja. Also der ist ganz nett. Ich getraue mich nicht, irgendwas aufzumachen. Ich habe immer Angst, ich habe was in der Hand. Ich lasse es zu. Einen Spiegel in der Hand haben. Ja, also ich meine, hier ist ein Griff, müsste ja aufgehen. Ja, da ist der Knopf. Ja, okay. Aha. Das ist natürlich riesig. Also. Ja, da kriegt man auch einiges unter natürlich. Ja. Ja, das hat was, ja. Das ist eine pfiffige Sache und ich glaube, da haben wir sogar einen Zugang zur Garage schon. Ja, es sieht so aus hier unten. Ja, das Schiebefach. Ja, nein, das ist nur diese Einlage. Das war das, was ich vorher halt aufgekriegt habe von der Garage. Dieses Schiebeding. Ah, okay. Hm. Ja. Ah, ja. Ja, das ist ein Polster. Also das ist nichts, keine Wand, nichts, sondern das ist ein Polster. Mhm. Bing. Die Dusche sieht edel aus. Ja. Mit Dachfenster, oder? Ist das nur ein Dachfenster? Das ist eine Seifenschale. Ja, eine Vorrichtung ist vorhanden. Ja, also sonst ist da auch nichts, wo man seine Duschutensilie reintun könnte. Aber es gibt Hersteller, die sich Premium nennen und dann gar nichts drin haben. Ja, genau, haben wir ja heute auch schon gesehen. Ja. So, hier 160 cm Schlafbreite hat das Bett. Und das kann man runterholen. Das machen wir natürlich nicht. Denn wir wollen ja das Auto verkaufbar halten. Sie probiert sich. Ja, ich weiß nicht. Also, nein, ich probiere es nicht. Ich habe jetzt nur gedacht, ob man da gibt es bestimmt irgendeinen Trick dabei. Und den habe ich jetzt nicht im Griff. Okay. Können wir auch mal wieder mit unseren Kunden? Bitte? Dürfen wir auch mal wieder rein? Wir sind gleich soweit, ja? Einen Moment. Also beim Chanson ist zu sagen, wie es auch nicht anders zu erwarten war, es ist kein Morello, es ist kein Concorde, ja? Nein, es ist eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, ein Fahrzeug für Einsteiger. Ja, die das einfach auch gerne mal ausprobieren möchten. Es ist eigentlich auch alles vorhanden, was man braucht. Ja, und wo man sich wohlfühlen kann. Ja. Es ist halt, der Grundriss ist Concorde, Chanson hat ja viele Grundrisse.
Das war jetzt mal ein etwas anderer Grundriss als die gängigen. Aber das muss man selber wissen. Also vom Prinzip her ist es nicht schlecht. Und es ist halt ein Einsteigermodell. Ja. Ja, also so würde ich das jetzt mal sagen, um eigentlich auszuprobieren, gefällt mir das Campen oder gefällt es mir nicht. Ja, und ich würde sagen, Charlotte und Patrick, spart ein bisschen, ja. Kündigt ein paar Depots, ja, und dann geht's los, ja. Manchmal ist Leben besser rentabler als sparend. So was von eurem Onkel, gell? Okay, also. Also, ja, hoffen, das hat einigermaßen zugesagt, unsere Vorstellung, und wir konnten euch und auch vielen anderen einen kleinen Einblick geben. Die Welt von Schlossauer. Jawohl.